Ja, erstmal Prost. Ich bin André von Freifunk Berlin. Und ich wollte ein bisschen was erzählen zur Firmware-Entwicklung, die wir gerade da so machen. Und würde die Gelegenheit auch sehr gerne nutzen, um mich ein bisschen zu connecten mit anderen Communities, die vielleicht ähnliche Ideen haben oder auch in ähnliche Richtungen schon entwickeln. Also auch andere Firmware-Ansätze würde ich gerne ein bisschen damit vergleichen. Also da komme ich dann vielleicht auf euch ein bisschen zurück. Erstmal kurz in die Runde hier. Ihr seid alle Freifunker? Okay. Wer ist Freifunker? Wer entwickelt an Software, an der Firmware mit? Ja, so ein bisschen da hinten auch, oder? Okay, ist aber auch nicht nötig für den Talk. Also ich erkläre so ein bisschen, wie die Firmware funktioniert. Also wenn hier auch Leute dabei sind, die Freifunk nicht wirklich kennen oder nicht Freifunk machen, dann sage ich auch ein bisschen was zu den Hintergründen und erkläre dann so unseren Ansatz, den wir halt in Berlin jetzt gerade fahren und auch gerne mit anderen Communities zusammen entwickeln wollen. Also die Message hier ist, dass das, was wir machen, jetzt mal so ein Prototyp ist, den kann man jetzt benutzen und wir würden jetzt gerne auch mit anderen Communities zusammenarbeiten, um das halt weiterzuentwickeln. Ja? So, also erstmal generell so zur Freifunk-Firmware. Also die Freifunk-Firmware basiert eben auf OpenWRT oder LEAD. Also das meiste, was in dieser ganzen Freifunk-Firmware passiert, ist eigentlich Standard OpenWRT oder LEAD. Und on top gibt es eben so ein paar Pakete, eben OpenWRT-Pakete, die halt so ein bisschen Funktionalität hinzufügen. Wie zum Beispiel sowas hier, so ein Interface oder so ein Konfigurations-Interface. Und ich erzähle hauptsächlich über das, was wir dazu gebaut haben. Also in OpenWRT gibt es eben schon Pakete für all die Routing-Protokolle, die wir benutzen, also OLSR zum Beispiel, Batman und so weiter. Das ist schon alles da, also da müssen wir jetzt nicht noch einen Talk hier drüber machen. Ich würde eben relativ High-Level darüber reden, das heißt also, wir haben irgendwie so ein OpenWRT. Ja, los. Jetzt ist es zu spät. Also wir haben, Freifunk kann man im Prinzip machen, indem man halt einfach so ein OpenWRT sich nimmt und dann halt die passende Config nach /etc-config schreibt, das Gerät neu bootet und dann hat man einen Freifunk-Router. Aber das Problem ist natürlich, was schreibt man in diese Config rein? Das ist halt in der Regel nicht so trivial. Kommt auch total auf den Use Case an, was man halt damit machen möchte. Und wir hatten eben in Berlin jetzt schon so mindestens 3 Firmwares. Also wenn ich sage Firmwares, dann meine ich eher Wizards, also das, was wir on top zu OpenWRT dazu packen. Da haben wir schon 3 Wizards jetzt so durch langsam. Und jeder hatte so seine Vor- und seine Nachteile. Also als ich dazugekommen bin, gab es einen Wizard zum Konfigurieren von dem Gerät, wo man extrem viel einstellen konnte. Das war sehr nerd-kompatibel. Man konnte jeden Channel einstellen und ob das jetzt HT20, HT40 oder was auch immer ist. Allerdings war das komplett unmöglich zu benutzen für Leute, die zum ersten Mal einfach Freifunk machen. Und unsere Idee ist ja schon, dass wir auch das Leuten ermöglichen wollen, da mitzumachen, die halt sich nicht total mit Netzwerktechnik auskennen oder Wi-Fi-Experten sind. Also meistens wird man bei Freifunk dann irgendwann dazu, aber man sollte das ja nicht voraussetzen. Ne? So, und dann hatten wir an einem anderen Assistenten gearbeitet, einem Konfigurationsassistent, der eben sehr wenig Inputs nur erfordert. Also man muss irgendwie einen Namen angeben, man muss eine IP-Adresse angeben und irgendwo ein Häkchen setzen, wenn man möchte, dass Statistiken irgendwo hingeschickt werden. Und dann konnte man VPN konfigurieren für Anti-Störerhaftungs-VPN und Reboot und das war's dann. Das war schon mal ganz cool, aber dann haben wir irgendwie gemerkt,
man musste dieses VPN benutzen zum Beispiel. Also das war halt, das war irgendwie zu hart auf eine Richtung gedreht. Also nur für Leute, die halt jetzt dieses Anti-Störerhaftungs-VPN machen. Und man konnte das als Freifunker oder Freifunkerin mit ein bisschen mehr... oh, by the way, should we switch to English or is German fine? So, okay. Nobody said I should switch to English, so. Also, dann machen wir weiter auf Deutsch. Also dieser Konfigurationsassistent, den wir dann mal gebaut haben, der auch jetzt immer noch auf der Freifunk Berlin Seite angeboten wird, der ist halt für etwas advanced Use Cases einfach nicht mehr passend. Ja? Und ich hätte das auch gerne, dass ich diesen gleichen Freifunkassistenten einfach benutzen kann, auch bei etwas komplizierteren Installationen. Also nicht nur, wenn ich das jetzt irgendwo jemandem erkläre, wie wir so einen Freifunkrouter, sagen wir mal, in der Kneipe oder im Café konfiguriert, sondern auch auf größeren Installationen, auf dem Dach zum Beispiel, Rathaus oder was auch immer, wo wir dann 16 Router an einem Ort haben. Da möchte ich dann eigentlich die gleiche Konfiguration benutzen und nicht wieder irgendein anderes System und nachher wieder auf der Konsole immer wieder das gleiche machen. So, klingt ein bisschen nach eierlegender Wollmilchsau, aber wir haben uns in Berlin halt mal zusammengesetzt. Also Andi ist da mein Hauptmitstreiter in Berlin bei der Firmware-Entwicklung. Und wir haben uns überlegt, was soll denn dieser Assistent am Ende konfigurieren? Und wir sind dann mal so rangegangen und haben überlegt, dass wenn ich jetzt als User so einen Assistenten aufmache, dann bin ich nicht wirklich daran interessiert, was da an technischen Details am Ende irgendwie rauskommt. Also irgendwelche Channels konfigurieren und so weiter, das interessiert mich eigentlich erstmal überhaupt nicht. Ich möchte, dass das Ding am Ende Freifunk macht und ich möchte so ein paar Optionen vielleicht haben, zum Beispiel, ob ich ein VPN benutze oder nicht. Aber es sollte halt nicht von vornherein irgendwie vorgegeben sein. Und dann auch von der technischen Seite gab es immer wieder Probleme bei der Entwicklung von diesen Assistenten, weil zum größten Teil eben Lua verwendet wurde auf dem Router. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber ich erzähle das trotzdem mal ein bisschen. Und das funktioniert im Prinzip so, wie man halt früher in den 90ern Webentwicklung gemacht hat, so mit PHP oder sowas. Da wird auf dem Gerät dann eben HTML generiert und zurück an den Router geschickt. Und das ist halt unmöglich zu maintainen irgendwann. Man schreibt auch immer viel zu viel Code und wir können dann auch gar nicht die Möglichkeiten nutzen, die halt Browser einfach heute haben. So, ja? Also wenn wir alles nur auf dem Server generieren, ist es halt total kompliziert, da so, so ein bisschen eine interaktive Seite zu bauen. Also haben wir gesagt, wir splitten diesen ganzen Assistenten in zwei Teile. Und zwar haben wir einmal das Frontend, das ist das, was wir jetzt hier sehen. Ist reines HTML plus JavaScript und dann gibt es eben halt auf dem Router eine API, die wir ansprechen können, wo wir halt Informationen holen können, zum Beispiel, was ist das für ein Gerät, was kann das, und eben auch Daten hinschicken können, zum Beispiel eine neue Konfiguration. So, also im Prinzip so, wie man halt einfach Web-Development so macht, ja, so, was war 2017 noch. Und das war halt schon mal die erste Challenge. Also da gibt es ja auch mehrere Firmwares, die das jetzt, oder mehrere Assistenten, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also Lucy 2, hat jemand schon mal von Lucy 2 gehört? Ja. Should I switch to English? It's fine. Gut. Und bei Lucy 2 ist es im Prinzip das Gleiche, nur dass man da halt noch so eine Frontend-Library dabei hat, die halt irgendwie verheiratet ist mit diesem Backend so ein bisschen. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt eine API machen für das Gerät, also wir können das Gerät irgendwie ansprechen über HTTP und sagen, ey, gib mir mal zum Beispiel, was bist du für ein Gerät oder was hast du für eine Konfiguration jetzt? Dann ist das eigentlich total Wurst, was wir halt in dem Frontend machen. Also da können wir halt jetzt irgendein super hipster Web-Framework benutzen, Angular, React oder was auch immer. Sind da halt total frei.
und können halt schneller entwickeln. Ja? Das ist auch viel leichter, mit so einem Framework mal eben irgendwie was hinzutackern und zu sehen, ah, wie sieht das denn nachher aus? Ja? Macht das überhaupt Sinn so? Und wenn man halt das mit dem alten Approach macht, so Lucy, da sitzt man halt schon mal eine Weile dran, bis es dann halt so funktioniert, wie man es gerne hätte. Außerdem finde ich es halt cool, wenn wir halt das so ein bisschen öffnen für Leute, die halt jetzt nicht schon ihr Leben lang OpenWRT-Entwicklung gemacht haben, aber die sich halt mit Web-Entwicklung zum Beispiel auskennen. Ne? Also jeder, der halt irgendwie mal Web-Entwicklung gemacht hat, weiß halt, wie irgendwie eine REST-API zum Beispiel funktioniert. Wenn wir jetzt eben hier so ein Framework benutzen, was halt viele Leute kennen, dann ist es auch einfacher, Leute davon zu begeistern und halt irgendwie zum Mitmachen zu bewegen, als wenn man erstmal komplett Lucy zum Beispiel lernen muss. So, also das war so ein bisschen die Geschichte hinter hinter der Entwicklung von diesem neuen Assistenten. Also sowohl technisch als auch von der User Experience wollen wir halt einiges anders machen. Und ich kann euch jetzt vielleicht einfach mal kurz zeigen, wie dieser Assistent jetzt gerade aussieht. Achso, eine Sache ist noch wichtig. Ich habe immer gesagt, ja, da gibt es halt jetzt das Frontend, das hier, und dann gibt es halt irgendwo das Backend. Irgendwie müssen die halt miteinander kommunizieren. Und was wir gesagt haben, ist, wir möchten halt eine Konfigurationsdatei am Ende sehen, die halt komplett den Zustand von diesem Router beschreibt. Aber nicht in dem Sinne, dass da jetzt jedes technische Detail drin ist, zum Beispiel Channels und so weiter, sondern eher semantisch, was soll dieser Router machen? Also eher so Sachen wie zum Beispiel, soll der Router DHCP oder soll der Router Clients versorgen? Ja, mit DHCP zum Beispiel. Aber da sage ich dann nicht, ah, das ist jetzt hier DHCP Lease Time 5 Minuten und IP Range bla bla und so weiter. Das sage ich nicht alles, sondern ich sage nur erstmal, ja, der Router soll am Ende IP-Adressen verteilen. Mehr nicht. Also eher semantisch beschrieben als halt total low-level technisch. Und das hat halt viele Vorteile. Kann ich nachher mal zeigen, weil wir dann sehr, sehr flexibel sind, was auch Upgrades angeht. Wenn wir halt irgendwie wissen, was der User mit seinem Router eigentlich machen wollte, dann können wir halt bei Upgrades nachher das Gerät auch wieder in diese Richtung konfigurieren. Wenn man halt vorher abfragt zum Beispiel, wie ist die Lease-Time für DHCP und so weiter, diesen ganzen Details, dann ist es halt unmöglich, das nachher zu migrieren, weil wir wissen nicht, was der User eigentlich damit machen wollte. Also das ist halt so ein bisschen auch ein neuer Ansatz, den wir hier fahren bei der Config-Datei. Ich zeige euch nachher auch mal, wie die aussieht, aber diese Config ist im Prinzip die Schnittstelle, also diese Config-Datei ist die Schnittstelle zwischen dem Frontend und dem Backend. Und ich kann auch einfach diese Config-Datei runterladen, ich zeige das gleich mal. Und dann habe ich eben halt im Prinzip ein Backup von meinem Router in dieser einen Config-Datei. Ja, gut, also ich kann das mal kurz zeigen. Das hier ist jetzt die aktuelle Version, die automatisch auf GitHub deployed wird. Also das war auch so ein Ziel von uns, dass der Router, dass dieser Assistent nicht nur auf dem Gerät selber laufen kann, sondern auch irgendwo im Netz. Ja? Dadurch, dass das ja einfach nur ein bisschen HTML mit JavaScript ist, können wir das auch einfach irgendwo ins Netz packen und dann kann man da halt die Config durchspielen. Und kriegt am Ende eben diese Config-Datei raus. Also das heißt, wenn ich gerade kein Internet habe an meinem Router, aber ich habe halt hier jetzt an meinem Rechner Internet, dann kann ich halt hier die Config generieren und auch vorbereiten für zum Beispiel mehrere Router. Wenn ich jetzt 16 Router irgendwie konfiguriere, dann kann ich das einfach hier mal schnell durchmachen und muss nicht an jeden Router das manuell machen. So, aber damit das funktioniert, wenn ich jetzt hier im Netz bin, muss ich natürlich irgendwie dem Assistenten sagen, was für ein Gerät es ist, weil eben die Geräte unterschiedliche Eigenschaften haben. Also da kommen wir nicht drum herum. Die Geräte sind nicht alle gleich. Wir haben zum Beispiel Geräte hier mit zwei Wireless-Devices, wie diese TP-Links, oder mit einem oder zum Beispiel mit gar keinem Wi-Fi. Und wir wollen das eben alles supporten in diesem Interface hier. Und das heißt also, diese
Zeile hier mit der Geräteauswahl, die wird auch gar nicht angezeigt, wenn ich auf dem Gerät bin. Also wenn ich jetzt hier einen Router hinstelle, mich damit verbinde und den konfigurieren will, dann weiß er ja schon, was das für ein Gerät ist. Dann fragt er mich natürlich nicht nochmal hier. Wir haben uns immer gedacht, wie ist das jetzt am einfachsten für Leute, die halt überhaupt keine Ahnung haben von Freifunk. Und ist jetzt vielleicht auch gut, dass hier mal ein paar Leute dabei sind, die das noch nicht gemacht haben, so einen Router eingerichtet haben. Da würde ich dann nachher auch gerne das Feedback hören, so, ob das für euch irgendwie intuitiv ist oder nicht. Weil das ist wirklich unser Ziel, dass man halt da durchkommt, ohne halt wirklich was von Freifunk zu wissen. Ja? So, also, ich hoffe, dass das Leuten dann auch klar ist, dass man irgendwie so einem Gerät so einen Namen geben kann. Also hier habe ich schon mal so einen schönen Vorschlag hier drin, Funkenpumpe. 3000, dann vergebe ich irgendein Passwort, das sollte auch Usern irgendwie klar sein, dass man das Gerät irgendwie absichern muss. Das Passwort ist Döner bei uns, ja, könnt ihr euch jetzt gleich reinhacken. Es gibt ja keinen Router, es ist nur hier im, im Web. Ab und zu gibt es dann eben so Sachen, wo ein normaler User vielleicht überfordert wäre, ja, zum Beispiel SSH-Keys, also das kann man dann aber einfach überspringen. Also dieser Assistent ist halt so gebaut, dass man jetzt nicht alles wissen muss. Also wenn ich das weiß, was SSH-Key ist, dann kann ich das hier aktivieren und halt hier meinen SSH-Key reinschreiben, den ich natürlich immer auswendig weiß. Aber ich lasse das jetzt mal. Contact Details eben von der Person. Ich schreibe jetzt mal mich selber hier rein. Ja, da steht jetzt schon meine E-Mail. Und jetzt könnte ich halt hier auch sagen, dass es okay ist, dass der Router meine E-Mail-Adresse, dass der Router meine Contact-Details eben preisgibt. Ja? Also ich möchte das vielleicht nicht als User, dass ich halt da so kontaktierbar bin, aber wir wollen das natürlich eigentlich, dass die Leute auch über die Router sehen können, das wird jetzt betrieben von Person XY und dass man zum Beispiel in seiner Nachbarschaft weiß, wer ist es jetzt. Ja. Und auch, ob ich meine E-Mail-Adresse an die Freifunk-Map schicken möchte. Tatsächlich ist das noch gar nicht implementiert. Dieser Teil ist gar nicht implementiert, aber wir haben das einfach schon mal eingebaut, weil wir können das dann schon in unsere Config packen. Und nachher mit einem Upgrade können wir dann einfach diese Information auslesen. Ja? Also wir sagen jetzt hier einfach nur in der Config-Datei Send Email to Map oder sowas True und erstmal wird das gar nicht verarbeitet. Aber dadurch, dass wir das halt so semantisch beschreiben, können wir nachher echt easy einfach dann die E-Mail-Adresse rausziehen und dann tatsächlich an die Karte schicken. Ja? Also in dem Fall ist es vielleicht ein bisschen verwirrend für User, dass es nachher dann nicht auf der Karte erscheint, aber das ist noch Beta. So. Router Location sollte auch Usern klar sein, also das ist halt relativ Standard hier. Warum ist der Marker nicht da? Andi, Bug. Der Marker ist nicht da. Next, so Internet. Da haben wir uns gefragt, was will denn jetzt ein Freifunk-User? Also eventuell möchte man einfach nur seinen Router dahinstellen und sich halt mit dem existierenden Mesh verbinden. Dann muss ich halt beim Thema Internet einfach gar nichts sagen, weil ich habe selber keinen Internetanschluss, den ich teilen könnte. Dann skippe ich das einfach. Wenn ich jetzt einen Internetanschluss habe und sage, ja, den möchte ich teilen, dann sage ich einfach ja. Und dann kann ich jetzt noch überlegen, ob ich halt den Traffic tunneln möchte. Thema Anti-Störerhaftungs-VPN oder halt nicht. Also wir haben das hier Internet-Tunnel genannt und das linkt jetzt einfach zu einem Wiki, wo es dann halt mehr Informationen da gibt. Diese Option gab es eben in der alten Firmware zum Beispiel gar nicht, da musste man immer VPN machen und wenn ich das jetzt auswähle, kann ich auch eine beliebige OpenVPN-Config da hochladen. Und der checkt das auch, wenn die Filenames irgendwie anders heißen oder irgendwas. Also wir haben das getestet mit iPredator, mit auch mit dem
Anti-Störerhaftungs-VPN vom Förderverein oder was mal Förderverein war. Und das heißt also, hier kann ich irgendeine VPN-Config reindroppen, solange mir diese Config halt einen Tunnel aufbaut, wo ich auch eine Default-Route drüber bekomme, kann ich das hiermit verwenden. Das war auch so ein Ziel von uns, dass wir halt nicht mehr so auf dieses Förderverein-VPN konzentriert sind, sondern dass wir halt den Leuten die Möglichkeit geben, irgendeine VPN zu benutzen, was sie wollen. Ja. Sorry? Oder auch gar keins, genau. Also in dem Fall, ich bin jetzt hier natürlich dafür, das nicht zu machen. So. Mesh-Tunnel heißt eben, wenn ich jetzt irgendwo so eine Insel bin, also das heißt, ich habe einen Router bei mir zu Hause zum Beispiel, habe da auch Internet, aber drumherum ist kein Nachbar, dann kann ich hier einfach sagen Mesh-Tunnel an und gebe dem eben eine andere Config, womit ich halt in das Mesh reinkomme, um halt auch andere Knoten über den Tunnel zu erreichen. Okay, Limit Speed ist klar. Ich trage einfach mal irgendwas ein, damit wir gleich mal die Config auch sehen. Und was dann als nächstes kommt, sind IP-Adressen. Das ist, hier muss ich jetzt noch die IP-Adressen selber eintragen. Wir haben das Ziel, das auch automatisiert zu machen. Das heißt, ich klicke einfach an, ja, ich brauche neue IP-Adressen und dann registriert er halt IP-Adressen für den User. Ich trage jetzt mal irgendeinen Blödsinn hier ein. Also so viel Blödsinn ist das gar nicht. Mal irgendein Slash 60 hier. Irgendeine IP. So. Die gleiche 2. Also da kommt man leider nicht drum herum, jetzt aktuell diese IPs einzugeben, aber wie gesagt, wir wollen es halt für den User wirklich einfach machen. Das heißt also, in Zukunft soll es hier halt so ein Häkchen geben, Get IP Addresses, und dann holt er mir die IP-Adressen. Kleines Detail am Rande. Multi-Language war für uns auch sehr wichtig. Also man kann ja auch einfach jetzt zwischen Deutsch und Englisch wechseln so. Und ja, wir haben halt eben in Berlin schon ein bisschen Probleme gehabt, weil die alte Firmware, glaube ich, nur auf Deutsch war, ne? Und spricht halt nicht jeder Deutsch, also haben wir jetzt erstmal gesagt English first, und dann hat aber Andi, oder wer hat die deutsche Übersetzung gemacht? Monique. Genau, und das können wir jetzt super easy auch in andere übersetzen. So, jetzt haben wir hier so eine Option, zum Beispiel das Distribute Client IP Addresses. You should enable this setting. Das ist schon eigentlich nicht cool. Also was jetzt hier steht, das sagt dem User eigentlich überhaupt nichts. Also das ist jetzt eigentlich ein Fuck-up hier von unserem Assistenten. Da sollte halt eher was Sinnvolles stehen, zum Beispiel, wenn ich Endgeräte habe und dann bitte das aktivieren. So. Und wenn ich das aktiviere, dann muss ich halt auch erst ein Subnet angeben. Ja, ich trage einfach mal eins ein. Whatever, so. Und das war's jetzt erstmal. Also, ich scroll nochmal kurz durch. Es sah jetzt vielleicht nach viel aus, weil ich so viel gelabert habe. Aber was man effektiv eingeben muss, ist halt eigentlich nur hier Name, Passwort, den eigenen Namen und eine E-Mail-Adresse, wenn man möchte. Die Location ist schon automatisch da. Wenn ich Internet haben möchte, muss ich hier ein Häkchen setzen und dann muss ich diese IP-Adressen angeben. Also es ist aus unserer Sicht so das Minimum, was man halt angeben muss. Und wenn ich jetzt auf dem Router wäre, also wenn ich den jetzt hier lokal hätte und mit Kabel angeschlossen wäre, könnte ich einfach sagen Save and Reboot, und dann schickt er halt so einen JSON-File rüber. Und das JSON-File, das können wir uns auch einfach mal angucken. Das sieht so aus. Können wir das größer machen hier? Könnt ihr es lesen? Ja? Okay. Letzte Reihe kann es lesen, perfekt. So, also es ist halt relativ übersichtlich, dieses JSON-File. Wenn man jetzt mal hier guckt, dieses Distribute hier, da weiß ich halt jetzt so, okay, der User möchte halt
Clients versorgen mit dem Router, ja. Und die richtige Magic passiert dann eigentlich halt erst auf dem Router selber. Also der Assistent ist relativ, ja, ich will nicht sagen dumm, weil der schon einiges an Validation macht so. Aber das tatsächliche Übersetzen in eine OpenWrt-Config passiert dann halt erst auf dem Router. Und das heißt also, wenn wir jetzt irgendwie auch einen Routing-Protokollwechsel machen würden, wäre das halt für uns eigentlich gar kein Problem, weil wir halt die Daten alle da haben und nicht abhängig sind von irgendeiner spezifischen, sagen wir mal, OLSR-Config oder sowas. Oh ja, danke. Danke, das war wichtig. Das war wichtig. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ja, also ich denke, die Config ist relativ leicht zu lesen. Also ist ja auch für Menschen noch lesbar. Und jetzt kann ich mal kurz zeigen, wie das halt auf dem Router dann aussieht, was wir damit machen. Also wenn ich jetzt hier auf Save and Restart drücken würde, dann würde er eben einfach das JSON-File an den Router schicken und sagen, hey, konfigurier mir das Ding mal mit diesem JSON-File. Und dann läuft eben auf dem Router eigentlich die richtige Magic erst los. Ich muss das erstmal suchen. Und meine Güte. Da. So. Das Konfigurieren von dem Gerät braucht halt auch kein Lua mehr. Also das haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir halt eigentlich keine weitere Sprache mehr auf dem Router hinzufügen wollen. Also man kann natürlich immer noch Lua installieren, wenn man möchte, aber wir wollten halt auch die Größe von der Firmware möglichst klein halten, und Lua und so weiter zieht halt schon einiges rein. Also ich glaube, wir haben dann am Ende irgendwie so ein halbes Megabyte oder ein Megabyte oder sogar mehr gespart. Das heißt, wir haben gesagt, wir schreiben das einfach als Shell-Files hier. Also wir lesen halt jetzt JSON in Shell-Files, und das ist total die coole Idee. So. Und ja, also jeder, der schon mal versucht hat, JSON zu parsen in der Shell, wird merken, so, das ist scheiße. Aber da gibt es glücklicherweise halt auch Tools im OpenWrt-Universum, die einem das ein bisschen leichter machen. Ich kann jetzt mal hier so einfach mal einen Config-Parser aufmachen. Also wir haben das ein bisschen modular gemacht, auch so ein bisschen analog zu den einzelnen Sections in dem Assistenten. Beziehungsweise eigentlich eher so nach den Config-Files, die man nachher in OpenWrt erwartet. Ja, also wenn ich jetzt hier habe zum Beispiel System.sh, dann schreibt mir das halt das File etc-config-system, wo halt die Systemkonfiguration drin ist, so Hostname und sowas. Oder Wireless schreibt dann halt nach etc-config-wireless. Und da passiert halt jetzt die ganze Magic drin. Das sind halt, die sind halt schon ein bisschen komplexer so. Aber am Ende auch relativ easy zu maintainen. Also JSON-Parsen in Shell klingt erstmal furchtbar, aber es gibt da so ein Tool JSON-Filter, wo man sich halt aus so einem JSON einfach mit so einem Parse eben das rauspopeln kann, was man gerade braucht. Ich kann mal kurz ein kleineres File zeigen hier, OLSR2. Ja, hier haben wir so eine so ein Config-File. Also was das Skript macht ist, das nimmt eben ein JSON in diesem Config.json als Umgebungsvariable entgegen. Das wird halt von dem Server halt irgendwie einfach provided, also das, was man, das Frontend geschickt hat. Und wenn ich jetzt hier irgendwas auslesen möchte aus dem JSON-Filter, dann kann ich halt hier aus dem JSON-File, dann kann ich hier so einen Path angeben, ip.meshlan, und wenn wir mal hier reingucken, dann ist das in dem Fall jetzt hier nicht drin, weil ich die Option nicht angegeben habe. Aber das heißt, hier würde dann halt einfach so ein empty string sein, und dann würde ich halt diesen Teil hier auch gar nicht ausführen. Äh,
So, also das ist das gesamte File, um halt irgendwie ein OLS R2 zu konfigurieren. Und zwar macht das einen kompletten Reset der OLS R2-Konfiguration. Also das haben wir uns auch gesagt, dass wenn ich halt jetzt so eine Config hergebe, dann wird halt einfach die gesamte Config von dem Router überschrieben, weil wir dann auch sicher gehen können, dass es halt alles funktioniert. Ansonsten, wenn ein User halt da jetzt rangeht und halt noch irgendwo in der etc-config-network irgendwas tweakt, das ist schön, aber es ermöglicht uns halt überhaupt nicht mehr Upgrades zu machen. Wir wissen überhaupt nicht mehr, was man, wie man halt von der aktuellen Version in die nächste kommt. So, und wenn ein User so pfiffig ist, in der etc-config-network irgendwas zu tweaken, dann wird das auch nach dem Upgrade noch machen können. So. Das ist halt unsere Herangehensweise. Also wenn man jetzt halt Hardcore-Profi-User ist, dann und da unbedingt was ändern möchte, das ist ja der zweite Punkt noch. Idealerweise funktioniert das einfach halt alles so. Ja? Also wenn ich überhaupt was ändern muss, dann sind die Leute eh so versiert, dass sie das halt eben machen können. Danger. So, also das wird eben alles einfach durchgerödelt auf dem Router. Dann wird das Ding gerebootet und dann läuft es eben. So. OpenVPN habe ich schon gesagt, dass wir eben beliebige Configs gerade akzeptieren können. Wir wollen das noch ein bisschen aufbauen, dass man auch andere VPN-Techniken benutzen kann. Was haben wir denn hier noch? Ja, ich glaube, da haben wir eigentlich einmal die Journey gemacht. Also von, so sieht das Ding aus im Frontend. Ich klicke mich da durch, trage irgendwelche Sachen ein. Dann kriegt man eben diese Config.json, die habt ihr mal gesehen. Und dann nehme ich diese Config.json auf dem Gerät und popel eben die richtigen Werte in die richtigen Config-Files rein. So, und diese Config.json wird einfach auf dem Gerät dann natürlich genauso, wie sie ist, gespeichert. Also die liegt dann unter etc wizard config.json oder sowas. Und wenn wir jetzt ein Upgrade machen von der Firmware, also sagen wir mal zum Beispiel wirklich was Radikales, wie wir wechseln das Routing-Protokoll, dann können wir das trotzdem machen, weil wir halt wissen, was der User halt eigentlich möchte mit seinem Gerät. Wir haben diese Config.json und können daraus auch eine Config für ein anderes Routing-Protokoll generieren. Also wenn das natürlich jetzt irgendwas total Abgefahrenes ist und weitere Informationen benötigt, dann geht es nicht. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es zum Beispiel ein Layer-3-Routing-Protokoll, dann braucht man halt da IP-Adressen und die haben wir dann halt schon in der Config drin. Also ich mache jetzt mal keine Live-Demo hier, ihr könnt euch das, denke ich, vorstellen, wie es dann aussieht. Und wie es aussieht, wenn es dann schief geht. So. also aktueller Status von dieser ganzen Software ist, würde ich sagen, Beta. Also Alpha ist schon, sind wir schon raus, ne? Ja. Das kann man tatsächlich benutzen. Uns fehlen halt noch so ein paar kritische Sachen. Zum Beispiel, dadurch, dass wir halt Lua nicht mehr drauf haben oder Lucy, ist das Sys-Upgrade auch ein bisschen schwieriger geworden. Also wir... Ich glaube, das ist eher das Problem, dass das Sys-Upgrade, dass die großen Dateien nicht über diesen U-Bus übertragen werden können. Und ja, genau. Also wir finden natürlich auch... schöne viele Bugs in Lead oder OpenRT. Können wir das wieder ausschalten? Oder? Das knistert so ein bisschen. Okay, ja. Hört ihr mich noch? Bin ich jetzt raus? Ja. Ja, also wir finden schöne Bugs in OpenWRT, zum Beispiel, dass wenn man ein JSON-File hat, was eine bestimmte Größe überschreitet, dann kackt er einfach ab. Das ist halt nicht so schön. Gerade wenn man halt so irgendwelche Zertifikate oder sowas in das JSON reinschiebt, dann ist das halt schon mal irgendwie 10 Kilobyte oder 20 und da sagt dann manchmal OpenWRT oder Lead, nee, das mag ich jetzt nicht und sagt gar nichts und freest einfach. Aber das sind natürlich, das sind einfach Bugs, die werden schon behoben und was wir
was wir jetzt noch machen müssen, ist halt das Sys-Upgrade ordentlich hinzubekommen. Das wollen wir auch gar nicht in dem JSON rüberschicken, weil Binary in JSON ist völlig gaga. Das wird auch viel zu groß und weil wir es dann als Base64 noch encoden müssen, dann geht dann noch der Arbeitsspeicher noch zu Ende und so weiter. Also da haben wir noch ganz andere Probleme. Wir wollen das als Binary rüberschicken direkt und da haben wir auch schon so eine kleine REST-API im Prinzip geschrieben, auch in Bash, die war jetzt weniger als 100 Zeilen, glaube ich. Also eine REST-API, wo man halt einfach Files uploaden kann und downloaden kann von dem Gerät, auch authentifiziert. Und ja, also ich bin eigentlich ziemlich überrascht, was wir alles in Bash dann, oder in Sch, genau, in Ash geschrieben haben. Und ja, also die Firmware ist auch relativ klein. Es ist immer noch so wieder an der Grenze 4 Megabyte, mal drüber, mal drunter, das alte Problem. Also wenn wir diese alten TP-Links, TLWR 741 oder sowas supporten wollen, dann ist es halt immer wieder Pain in the Ass, weil immer wieder die Firmware größer ist als 4 Megabyte und wir dann überlegen müssen, na, was kicken wir denn jetzt raus für diese Geräte? Aber so ist es halt. Das Leben in 4 Megabyte ist hart. Genau, also ich würde jetzt an der Stelle mal kurz hier einfach beenden meinen Talk und würde lieber mal fragen, ob ihr Fragen habt. Achso, ja. Ja, wir haben noch 10 Minuten für Fragen ungefähr. Cool. So, very, very nice. Cool. I was sending Nico pictures of this because this is the second time. Like this past year, we have developing something absolutely similar. But it's not again. Yes. Okay. Yeah. So and it's also called Wizard. Like. That's really interesting. So the background story is that 3 years ago, four years ago, we both realized that we are both working on a new map for community networks, and so we didn't know about our developments, and now it happened again. But anyway, so back then we decided to merge this, and it worked out well. So I think that's what we're going to do again. Yeah. I hope so. If you think that's possible. Yes. In particular, I'm not that much involved in the development of this wizard. It's Nico Pache, another Nico. Okay. But from what I saw here and from what I saw in the other, it's like very, very similar. The use case is maybe a little bit different. We are thinking about the Libre router, which is going to come out of the box with lead firmware. Yeah. And so one key thing or one key difference is that Nico is making some scheme where the first router you configure it, and the second, in this case, if I understand correctly, this is a question. What you would do to configure many routers, because it was in Deutsch and maybe I got it right or not, what you would do is download the JSON and then the other 10 routers or 20 routers, you just upload the same thing. Yes, this would really work. Unless you have like IP addresses in your configuration. So, but what you can do is also, if you're, this sounds more like an advanced thing, like you want to configure 10 or hundreds of routers, then you could basically also just take this JSON file here and generate it with whatever you want. Like you have let's say an IP subnet that you want to take IP addresses from, and then you can just generate this kind of JSON file for every router. Maybe have a small script that does it. Right. And or do you mean something like a UI for this? So far it's so on the firmware there is the possibility of self, like randomly assigning an IP with the chance of collision. If the network is small, the chance of collision is not big. But the
the point is that the second router that is powered up will try to find if there is a network, and will try to kind of self-provision the JSON from the first router, and so all the cloud will kind of self-provision from that first router, which will get distributed to the second, to the third, and then... Does this already exist in some form? Oh, yes. That's interesting. Yes. Okay, we can talk. Yes. This sounds cool. It's... Are you ready with your questions? Ich habe eine Frage aus dem Internet. Oh, ja. Yeah. Und zwar hat der Hexer im IRC-Channel gefragt, wie die API denn abgesichert ist, über die wir kommunizieren. Also die API, also das Ganze baut auf technisch auf im RPCD, im OpenWRT und Lead. Also es gibt UBUS, RPCD und RPCD wird über HTTP nach außen exposed. Und RPCD hat eben einen Authentifizierungsmechanismus, den wir benutzen. Und das heißt, wir haben da jetzt nichts Neues gebaut, um Authentifizierung zu machen, sondern einfach das, was OpenWRT schon mitliefert. Und das benutzt auch diese neue REST-API, die wir eben halt in 100 Zeilen Shell da geschrieben haben, um Files abzuladen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich denke schon, oder? Ja. Weitere Fragen hier? Und auch gerne Feedback, so generell, also auch von Leuten, die jetzt einen Freifunk-Router noch nicht selber konfiguriert haben. Ich würde auch gerne hören, was ihr so darüber denkt, ob ihr irgendwie denkt, oh, das ist total komisch, dass da jetzt irgendwie eine IP-Adresse gefragt wird oder sowas. Also wir tendieren ja oft dazu, so ein bisschen aus der Nerd-Sicht sowas zu bauen, und wir haben jetzt wirklich versucht, das so zurückzudrehen und uns auf User zu fokussieren, die auch nicht Nerd sind. Ja? Also es soll auch nerd-kompatibel sein, ja. Es soll auch für mich und Andi und alle euch hier kompatibel sein. Aber es soll, wie gesagt, auch für Leute ohne Vorwissen funktionieren. Du hast eine Frage? Ja, hallo. Ich bin der René aus Weimar und wir nutzen euren FF-Wizard als Serverkomponente. Die Frage ist für den VPN. Gibt es da eine Default-Config oder muss ich ein bereits funktionierendes VPN-File hochladen, ohne dass es überhaupt nicht funktioniert? Also wir haben keine Default-Config gerade drin. Also man könnte sowas natürlich einbauen, aber man braucht ja also wenn das authentifiziert wird, das VPN, dann brauche ich halt eben irgendein Zertifikat oder ein Username oder irgendwas. Und das können wir ja nicht in die Firmware reinbacken. Also wenn es so ein Default-Zertifikat gibt, schön, können wir machen. Aber bei dem VPN vom Förderverein oder was vom Förderverein betrieben wurde, jetzt Community VPN, da ist es eben nicht so, da wird halt für jeden User ein Zertifikat generiert, das heißt, wir können das nicht machen. Aber was wir auch machen wollen, ist eben wo war das jetzt? VPN hier. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich halt hier mit dem Mesh verbinden, dann muss ich jetzt als Human eben aktiv werden und halt irgendwie eine E-Mail irgendwo hinschreiben und sagen, ah, gib mir mal ein Zertifikat, und dann dauert das wieder, wenn dann das jemand noch manuell approven muss, dann warte ich da mal einen halben Tag oder sowas. Ist vielleicht ein bisschen nervig. Was wir gerne hätten oder was wir auch jetzt schon eigentlich supporten können, ist, dass man da auch so einen Button reinbaut, Get Me Certificate. Dann muss eben halt es eine Serverseite geben, die genau das macht, also halt so einen Request annimmt und sagt, ah, ich baue jetzt mal ein Zertifikat, gib das Zertifikat zurück, und das können wir eben direkt dann hier weiterverwenden. Also sowas fände ich halt noch eleganter, als irgendwie ein Default-Zertifikat reinzubauen. Stattdessen halt lieber so einen Webservice einfach irgendwo hinstellen, der Zertifikate generiert. Und das kann man dann halt auch, egal mit was für einem Frontend man das jetzt benutzt, also ob das jetzt hier, also das ist jetzt übrigens Angular.js hier, aber ist auch total Wurst, ob man jetzt Angular oder React oder was auch immer, Homebrew.js verwendet,
Eine HTTP-Request kann ich immer machen, um halt so ein Zertifikat zu holen. Ne? Und da ist man dann halt viel flexibler, wenn man halt so einen Service irgendwo hinstellt und hat das auch nicht so verwurschtelt. Und das gleiche, die gleiche Idee wollen wir eben auch für die IP-Adressen machen. Ne? Und da gibt es auch tatsächlich schon Arbeit dran. Also es gibt schon eigentlich eine fast fertige API für diese IP-Adressen von uns. Aber irgendwie ist da die Entwicklung halt ein bisschen langsamer gewesen. Naja. Aber wenn man, also ist ja nicht schwer vorzustellen, wie so eine API funktioniert. Also IP, also man schickt hin, ich brauche jetzt 3 IPv4-Adressen, eine IPv6, eine IPv6-Subnet/60 und dann generiert er mir das und er speichert das irgendwo in eine Datenbank, fertig. Ja, also ist jetzt keine Rocket Science. So einen Service würden wir gerne hier noch anbieten. Denn dann ist es wirklich halt auch für User noch viel einfacher. Beim Thema IP-Adressen, glaube ich, da ist so, wo User am ehesten verwirrt sind und denken so, oh, was ist das jetzt, wenn man das halt noch nie gesehen hat. Ne? Geht's? Hallo? Ja, ist bei der VPN genau das Gleiche. Ne? Ich meine, es ist eine relativ hohe Hürde, die da aufgebaut wird. Ich hätte es ganz gerne, ich höre von Freifunk, hat VPN, ich habe Störerhaftung und dann stehe ich erstmal vor dem Wizard und es soll einfach sein, ist es aber in dem Moment für einen Newbie nicht. Ne? Genau, ja. Das sehe ich auch so. Also gerade hier, wenn man sich das anguckt, jetzt muss ich hier 7 Config-Files irgendwie hochladen. Also alle brauche ich wahrscheinlich nicht, aber VPN ist halt kompliziert. Und wenn man jetzt so eine, ich weiß nicht, gibt es irgendwie so ein, man müsste einfach so einen Webservice schreiben, der einem halt Configs auch vielleicht für verschiedene VPNs zurückgeben kann. So, das wäre am geilsten, dass wir halt auch sagen können, also man kriegt einfach irgendwie Files zurück. Das ist eigentlich das, was wir hier brauchen. Man kriegt ein Set an Config-Files zurück, ein ZIP oder was auch immer. Und das wird dann halt einfach in den Assistenten reingeklopft. Das ist ja eigentlich total Wurst, ob das jetzt OpenVPN ist oder Tink oder was auch immer ist, Tunneldigger oder am Ende habe ich halt irgendwie ein paar Files und die müssen irgendwie auf den Router, aber wie die genau auf dem Router dann verarbeitet werden, das ist halt Sache dann von dem Router, ne? Und da muss man den User auch gar nicht mit groß rumnerven, so. Von daher idealerweise hier einfach einen Button haben, get VPN config from und dann vielleicht noch ein Dropdown mit so ein paar VPN-Services, die wir halt irgendwie kennen, also Community-VPN oder was auch immer. Wenn jemand halt noch seinen VPN-Server da eintragen möchte, gerne, solange halt die Config ähnlich ist. Ja, aber noch eine Sache, also das ist halt sowas, was halt total cool ist, mit so einem richtigen Frontend-Framework, wo wir halt dann auch einfach mal Requests zu anderen Services machen können. Wir haben zum Beispiel auch mal einfach just for fun so einen Button gehabt, irgendwie Detect Transfer Speed. Dann macht er halt einfach mal so einen Speed-Test im Hintergrund. Er macht einfach mal einen Download und guckt mal, was hat er denn jetzt selber. Und das dann muss man dem User gar nicht irgendwie groß fragen, so, ja, was hast du denn da jetzt für eine Internetleitung? Drück einfach den Button und fertig. Ja, also da bin ich halt ein großer Fan von, in so einem Frontend dann auch andere Services einfach mal einzubinden. Ne? Und das ging halt mit Lucy einfach überhaupt nicht. Und auch mit Lucy 2 ist es halt schwierig. Deswegen haben wir da halt so ein generisches Frontend-Framework benutzt. Gab es noch eine Frage? Ich glaube, wir sind jetzt auch over time. Oder zumindest on time fertig. Ja, also ich bin auch noch hier und könnt mich fragen oder wir können auch zusammen hacken. Also ich bin hier die nächsten 3 Tage, um zu hacken und nicht nur um Party zu machen, wie sonst immer. Ja, Quatsch. Okay, danke.